Nocturne. Der ewige Albtraum. Magie kann immer gefährlich und unberechenbar sein. Aber es gibt einige Formen oder Disziplinen, denen auch die erfahrensten Magier und Zauberer tunlichst aus dem Weg gehen. Und das aus gutem Grund. Jahrhundertelang war in Runeterra das Praktizieren der Schattenmagie so gut wie verboten. Aus Angst, die Schrecken, die sie einst in der Welt entfesselt hatte, wieder auferstehen zu lassen. Der größte dieser Schrecken trägt einen Namen. Und dieser Name lautet Nocturne. Gegen Ende der Runenkriege suchten intrigante Kriegsmagier in ihrem verzweifelten Ringen um den Sieg nach jedem möglichen Vorteil ihren Feinden gegenüber. Obwohl es keine Aufzeichnungen darüber gibt, wer der Erste unter ihnen war, der seine menschliche Hülle zurückließ und das Geisterreich betrat, so ist jedoch bekannt, dass sie sich irgendwann nicht mehr nur auf den Schlachtfeldern belauerten, sondern in Umgebungen, die durch ihre eigenen, unterbewussten Gedanken und Gefühle gestaltet worden waren. Ungehindert durch die Naturgesetze der Physik kämpften sie mit Methoden, die sich dem weltlichen Verstand entzogen, und sie beschworen sogar raffinierte, ätherische Assassinen, die ihrem Geheiß folgten. Schattenmagier schienen besonders bewandert in diesen Dingen zu sein. Und so geschah es, dass sie eine Zeit lang das Geisterreich beherrschten und es ins Zwielicht stürzten. Die Gedanken von Sterblichen aller Orten wurde von dieser Finsternis berührt. Sie untergrub ihre Moral und infizierte ihre Träume mit namenlosen Ängsten, die sie Tag und Nacht verfolgten. Einige wurden dazu getrieben, immer grausamere Taten gegen ihre eigenen Familien zu verüben. Niemand weiß mit Gewissheit, ob Nocturne durch all dieses Leid aus dem Nichts erschaffen wurde oder ob das Leid einfach ein niederes Assassinenkonstrukt in etwas Bewussteres und Tödlicheres verwandelte. Doch die entstandene schattenartige Kreatur war von substanzloser Gestalt und von unermesslichem Grauen. Nocturne waren Güte, Ehre oder gar Edelmut vollkommen fremd. Er war das personifizierte Grauen und besaß keinerlei Selbstbeherrschung, die nötig gewesen wäre, um sich zu mäßigen. Das Geheul dieser dämonischen Kreatur hallte durch das Geisterreich und sie wandte sich gegen die törichten, fehlgeleiteten Magier, die sie zum Leben erweckt hatten. Sie schlug in ihrer Verzweiflung um sich, um ihrem eigenen Leiden ein Ende zu bereiten. Sie litt Schmerzen. Und diese Schmerzen machten sie grausam. Doch schon bald fand sie Geschmack an der Angst der Sterblichen. Zeit hat an jenem Ort nur wenig Bedeutung. Doch Nocturne zog jede einzelne Verfolgungsjagd so lange wie möglich in die Länge, um die Qual seiner Beute auszukosten, bevor er ihren silbernen Lebensfaden blitzschnell durchtrennte. Bald gab es niemanden mehr, der es wagte, in Nocturnes Herrschaftsbereich vorzudringen. Wären die Runenkriege anders ausgegangen, wenn der Dämon nicht jenseits des Schleiers seinen Teil dazu beigetragen hätte? Mit Sicherheit lässt sich das nur schwer sagen. Jedoch wurden danach die wenigen Überbleibsel der Lehren der Schattenmagie versteckt und in vielen Ländern stand ihre Ausübung unter Todesstrafe. Nocturne war im Geisterreich mit nur sehr wenigen Eindringlingen, um ihn zu nähren, gefangen und verhungerte langsam. Allein die sterblichen Seelen, die unwissentlich in den Stunden des Schlafs durch den Äther schwebten, reichten annähernd an die delikaten Festmale der Angst heran, die er einst gekostet hatte. Angezogen von Magieströmen gelangte Nocturne an die Stelle, an der die beiden Reiche sich trennten. An die Stelle, an der friedliche Träume leicht zu nächtlichen Entsetzen werden können. Er fand einen Weg, sich in der wachen Welt zu manifestieren. Er existierte jetzt als Schatten. In seinen Augen glühte kaltes Licht und er wurde zu einem unheilvollen Spiegelbild der ursprünglichsten Ängste vieler Menschen in Runeterra. Von pulsierenden Städten bis zu verlassenen Wüsten, vom mächtigsten König bis zum niedersten Bauerntölpel, der Dämon wird von jeder Schwäche eines Geistes angezogen, die er zu Todesangst und andauernder Finsternis verwandeln kann.